Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Gyarados Damage spricht wieder mit euch hier über das Protoshock Display. Das ist das erste Display. Ich habe ja noch ein zweites. Ich bin mit dem ersten Display jetzt hier fast am Ende. Es gibt nur noch ein paar Booster zu öffnen. Es gibt eine kleine Sonderung. Sollte ich jetzt mit diesem Opening hier, das müssten jetzt glaube ich noch 8 Booster sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine EX-Karte ziehen oder eine EX-Full-Art oder eine Proto-EX oder eine Proto-EX-Full-Art ziehen, dann habe ich bereits in jedem Opening des ersten Protoshock-Displays eine EX-Karte gezogen. Also einen herrlichen Pull gehabt. Und das werde ich jetzt hier versuchen möglich zu machen. Mit Ansage. Mit Ansage werde ich das machen. Ich versuche hier nochmal direkt das erste Booster hier ein bisschen zu safen. Ich weiß, ne, leider nicht geklappt. Schade. So, wir haben hier ein Geweiher, Schmerbe, Zickzacks, Gekabor, Vulpix. Wow, Nidoqueen, Reverse, Rare als Half Art. Und als Rare haben wir ein Tentoxa. Dann haben wir noch ein Professor Birks Beobachtungen. Geil! Die fehlt mir noch. Geil, geil, geil. Nice. Ein Duokless und Senior und Junior. Die fehlt mir auch noch. Geil! Genau die beiden Trainerkarten gezogen, die mir noch fehlen. Sehr herrlich. Aber wir wollen ja hier Booster sehen und deswegen werde ich jetzt hier Booster öffnen. So, also wir haben hier einen Schmeckmack. Nidoran, Knackleon, Seemops, Flemly, EP-Teiler als Reverse, geil. Dann haben wir als Rare einen Sedra King und dann haben wir noch einen Morabble, einen Zaplalek und einen Schwächenschutz. So. Ein Gardevoir Booster. Kann ich es saven? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Ihr seht es hier, es ist schon eingerissen. Ja, dann, nee. Leider nicht. Schade. Wir haben einen Zapladen, ein Nidoran, ein Tentacha, ein Flemly, ein Hippopotas. Ein Duokless Reverse. Ist das eine Rare? Das ist eine Uncommon Card. Und als Rare haben wir ein Azumarill. Schön, dann haben wir hier noch einen Tauschball, ein Tentacha, ein Vibrava. Ich sagte ja bereits, mit Ansage, gibt es hier das nächste Booster. Ah, ist mir leider hingefallen. Aber hier wird eine EX-Karte drin sein. Mit Ansage. Wir haben hier ein Fallbeat, ein Pandia, ein Hydropie, ein Bargschwa, ein Illumise, ein Schwächenschutz als Reverse und als Rare haben wir ein Manaphy. Schade, leider nicht mit Ansage, immerhin eine Holocard. Dann haben wir noch ein Duokless, Professor Birks Beobachtungen und ein Lanthorn. Ja. So, die Booster werden immer weniger. Für das erste Protoshock-Display. Ah, endlich konnte ich mal wieder einen Booster hier saven. Werde ich natürlich auch versuchen, die Karten hier schön auszuziehen, dass ich das Booster auch nicht kaputt mache. So. Wir haben hier ein Loturzel, Medicie, Pidisa, Sepa, Lumpy, Hornly Reverse und als Rare haben wir ein Gardevoir EX. Nice, 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 geil. Damit ist der Plan aufgegangen. Damit haben wir jetzt wirklich in jedem Booster Opening dieser X und Y Protoshock Reihe eine EX gehabt. Sehr geil, das hatte ich bis jetzt lang nicht mehr. Wir haben hier noch ein Reptane, eine Spezialenergie des Types Stahl. Dann noch ein Velsa. Ja, nice. Nice, Gardevoir EX. Herrlich, herrlich, herrlich. So, dann gehen wir hier weiter.
Ich versuche jetzt mal dieses Booster hier zu saven, weil ein Stolos vorne drauf ist. Ich kann allerdings hier nichts versprechen. Ich werde es jetzt mal hier ganz vorsichtig machen. Es ist eigentlich schon, es ist schon kaputt gegangen. Schade. So, ein Lototzel, ein Sonnfell, Rotomorph, Nasgnet, Hippopotas, wow, Makargo, als Reverse Half Art, das müsste sogar eine Rare sein, yes, und als Rare haben wir ein Sumpex Half Art Holo, geiler Pull, richtig geil. Dann ein Geradax und ein Vibrava und ein Sagnabüs. Herrlicher Pull. Wirklich nice. Geilster Pull diesmal. Mal wieder, würde ich fast sagen. Seemops, Hydropi, Barkschwar, Schmeckmack, Skoppel, Hippopot, Terus als Reverse, das müsste eine Rare sein. Yes. Und als Rare haben wir ein Kapilz. Dann haben wir einen Seejung, einen EP-Teiler und einen Energiezugewinn. So. Letztes Booster. Klappt es diesmal mit Ansage? Da ist hier wieder herrlicher Pull drin. Letztes Booster. Komm, da muss jetzt noch was Herrliches drin sein. Da muss jetzt noch eine herrliche Karte drin sein. Irgendwas Herrliches auf jeden Fall. Ein Tentacha, ein Rihorn, ein Zapladin, ein Flemmi, ein Sterndu, ein Tangela Reverse. Das ist keine Rare. Und als Rare ein Beboar. Schade, leider nicht. Dann ein Reptain, eine Spezialenergie des Types Stahls und noch ein Kokuna zum Schluss. Schade, auf Ansage klappt immer nicht so gut. Aber wir haben ja hier Gardevoir EX gezogen, sehr herrlich. Wir haben ein paar Trainerkarten gezogen, die mir noch fehlen. Sehr nice, sehr, 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 sehr nice. Ich würde sagen, bis zu meinem nächsten Video. Chill mit Ö, ciao mit V, bis dahin, euer Gyarados Damage. Verabschiedet sich, tschüss.